Alle meine Krieger bleiben tapfer, geliebt und hydriert. Heute machen wir vor allem Letztgenanntes zu unserem Motto. Ein Dorf braucht Wasser. Wir, unsere Zeichens als Water Deliverer, deliveren selbiges. Das ist das Thema. Und es klingt vielleicht einfach, aber es werden sehr viele schreckliche Dinge passieren. Weil manche Leute hätten lieber ein Bier. So Leute, Wasser soll geliefert werden, wir deliveren Wasser. Ja. Scheiße. Schnitt! Regie! Schneid das raus. So, ihr habt das jetzt vergessen. Wartet. Self uncut? Nee, das wird sowas von cut, Alter. Delieferando, ja. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich kann nicht, wenn einer guckt. Mann, guck weg. Guck bitte weg. Doch nicht so uncut. Lass mich in Ruhe jetzt. Bohr nicht noch den Finger rein. Wir werden das klippen. Ihr klippt ja nicht, Alter. Clip-Funktion gesperrt. Permanent gebannt. Auf allen Plattformen. Keine Ausrede. Und deine Adresse an sämtliche Mücken in der Nachbarschaft weitergegeben. Das ist ganz schön dickflüssig. Habe ich vielleicht schon einen Plot des Games erraten? Okay. Ja. Ja. Alle bleiben verhydriert, nicht wahr? Sonst fällt uns ein wenig die Haut so ein bisschen von mir Sicht. So. Was muss ich denn tun? Oh mein Gott. Willkommen zu deiner letzten Wasserlieferungsroute des Abends. Ich bin schon den ganzen Tag unterwegs. Alright. Da sieht der Wagen aber noch ziemlich voll aus. Nimm die gefüllten Wasserkrüge vom LKW und liefere sie an die vorhergesehenen Stellen im Haus. Finde und sammle alle leeren Wasserkrüge in jedem Haus und bringe sie zum LKW zurück. Rationiere ich echt, wie viel die trinken können? Warum bin ich Gott, Alter? Sobald du alle leeren Krüge gesammelt hast und alle gefüllten Krüge abgeliefert hast... Wie war das nochmal? Was soll ich machen? Sprich mit dem Hausbesitzer, um die Zahlung zu erhalten. Oh ja. Mr. Knuckles wird mit denen sprechen. Wenn du bereit bist, zum nächsten Haus zu gehen, steig in den LKW ein und der Fahrer bringt dich dorthin. Hörst du, Fahrer? Du bringst mich dann dorthin. Ja. Yeah. Ist es ein schlimmes Zeichen, wenn ihm Fliegen aus den Ohren kommen? So, Wasserkrug holen. Soll ich erstmal die alten einsammeln? Oder liefern erstmal... Das ist doch auch leer. Das ist doch auch alle. Naja. Mal schauen. Was ist das für eine Fahne? Levi, du bist doch so schlau. Du weißt doch das. Ich sehe schon. Die Leute fallen durch ein äußerst normales Verhalten auf. Entschuldigen Sie. Ich wollte Sie nicht stören bei Rainbow TV, aber ich muss Sie leider stören. Ich bin schon 1916 verstorben. Okay, das tut mir schrecklich leid. So. Gefüllten Wasserkrug abgeben. Philippinen? Ach, das habt ihr doch gegoogelt jetzt. Hört auf, als ob ihr das wisst. Come on. Verarscht wen anders. So. Ist das jetzt... War das jetzt... So, Moment. Der ist erstmal leer. Ich sehe da keinen Unterschied, aber das macht das Game automatisch. Da oben sehen wir es ja an der rechten Ecke. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ist das John Cena? Das ist doch dieses John Cena-China-Meme, oder? Darf ich das überhaupt zeigen oder werde ich dann gebannt? Ich mach das lieber nicht. Entschuldigung. Ich weiß nicht. Es ist 2024. Da darfst du das nicht mehr. Ja, ist okay. John Cena. So, leeren Wasserkrug gesammelt. Alles klar, das macht dann 27,50. Trinkgeld habe ich jetzt nicht extra erwähnt, aber es ist gern gesehen. Ach so, du bist hier, um das Wasser zu liefern. Nee, ich mache hier nur einen guten Eindruck. Ich habe dir das Geld schon gegeben. Geh, es sei denn, du reparierst den Fernseher.
Du guckst doch eh bloß an die Decke. Scheinbar interessiert dich das Programm nicht. So, du hast schon ganz viereckige Augen. Jetzt gehen wir mal ins Bett, Fräulein. Und nicht so viel trinken, dann musst du wieder zu viel pinkeln. Und wer macht's weg? Ich. Warte, ich hab die jetzt im Dunkeln gelassen. Entschuldigung, warte, warte, ich mach's wieder an. Nicht schreien. Ist okay. Tut mir leid. Bist du bereit zu gehen? Bruder, mach doch nicht so eine Dramatik, Alter. Weiß ich nicht, bin ich? Ist alles abgehakt oben. Die normalste philippinische Fernsehzuschauerin war das. Ja, ich bin bereit, ist okay. Let's go. Oh Gott, doch nicht so nah. Ich möchte dich nicht immer auf die Backe küssen, wenn ich einsteig. Wobei, ich bin ihm sehr dankbar. Ah! Deutschlandfahrer! Hi, ich kenne sie aus dem Menü. Oh, sind wir da? Es wird langsam dunkel. Lol. ABCG? Na? Die leeren Krüge sind hinten. Weil ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Es ist dunkel, also hattest du den ganzen Tag Zeit. Laber mich nicht voll, Alter. schön. Die Tür kann nicht geöffnet werden? Wenn man nur oft genug dagegen tritt, wird sich das Problem von selber erledigen. Okay, ich beeile mich. Hallo? Oh, Alter. Die Natur holt sich die Erde zurück. Wenn wir nicht sterben? Oh mein Gott! Fuck me! So genau wollte ich es ja nicht wissen. Ist okay. Ja, ich hätte gleich einen mitnehmen können, ne? Boah, schwer das Ding. Hört auf zu lachen. Ist ja auch nicht lustig da dran. So, mal eins. Die stehen hier Wache, Alter. Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen darf. Ich weiß. Ich hab auch Durst. Warte. Wir haben das Problem gleich erledigt, junge Dame. So. Nummer 2. Ich kann leider nicht schneller. Oh, ihmchen hier noch. Ich muss dann denken, mir gleich eins mitzunehmen. Ich nach Silent Hill. Ich nach dem Aufstehen. Was geht? Papa hat mir gesagt... Oh mein Gott! Habe ich einen Candy Truck? Alter, ich bin nicht gefährlich. Mann. Kinder, lasst euch auch nicht mit Wasser anlocken. Nicht, dass ich es probiert hätte. Ach. So. Das macht dann ihr ganzes Jahr. Was? Die Tür kann nicht geöffnet werden. Command interessiert mich in diesem Moment nicht, Alter. Wir werden jetzt zum Geldeintreibermodus wechseln. Bruno? Die Schrotflinte. Bruno, die Schrotflinte ran jetzt. Nee, der Raketenwerfer noch nicht, sagt dir Bescheid. Oh, der jetzt nichts nutze ist. Verdammt. Anni, danke schön fürs Abo. Habt ihr das in der Ecke gesehen? Safe hinter dir. Was in der Ecke? Wo? Ja, hat er sich denn an mir vorbeigeschlichen? So, das macht 3 Monatslöhne. Fertig, hat lange genug gedauert. Hier ist das Geld. Oh, dankeschön. Collected the money from house 2. Seien Sie froh, dass ich nur ein Häufchen in der Ecke gesetzt habe. Es hätte das Ambiente nicht unbedingt gestört. Beim nächsten Mal lasse ich mir bestimmt mehr Zeit. So, Bruno, los jetzt.
Oh, der kann auch kein Wasser trüben, Alter. Verstehst du wegen? Egal. Der muss vielleicht auch ein bisschen länger wirken, ja, bis ihr lacht. Weißt du? Flattermaus, Dankeschön für dein Abo. Und Sexy Maxi, Dankeschön ebenfalls. Macht euch mal bitte anständige Namen. Meine Mutter guckt zu. Bro. Ich hab Freunde gefunden. Oh, die haben's aber, ey. Lass doch die raus. Hühner, die gehen doch nicht weg eigentlich. Ja, die latschen vielleicht auf die Straße. Aber die bleiben eigentlich immer ziemlich lokal. Du könntest ja hier noch einen Zaun drumrum spannen. Aber selbst dann kommt der Fuchs. Ja, ist gut. Und das hier? Oh mein Gott, die sind alle tot, Alter. Was ist denn in dem Wasser drin? Süße Hyäne haben sie da. Na gut. Hi. Der hat ein Adidas-Shirt, guck mal. Oh Gott. Sie werden keine Chance haben, Alter. Das ist doch dieser Lucky Luke-Moment gerade, oder? Wer backt schneller Kekse als ihr Schatten? So, wo sind ihre ausgetrunkenen Flaschen? Da, dankeschön. Leute, ihr solltet mich doch dran erinnern, hier den Krug schon mal mitzunehmen. Mann, wozu bin ich denn live und hab einen Chat? Oh, das regt mich auf, du. Die Oma wird sich rächen. Verdammt nochmal. Die wird mir einen Pulli stricken mit Liebe in jeder Masche. Ah! Ey, für mich wirkt sie eigentlich ganz nett. Ich weiß nicht, was ihr habt. Also ich finde, wir haben ein gutes Verhältnis. Oh, der Secret-Schlüssel! Wozu? Wozu? Zu deinem Herzen? Ach, hier ist noch was. Seth, du musst den Wasserkrug mitnehmen. Gleich gefeuert. Dann nehme ich dir wieder VIP weg. Ah, du hast ja keinen. Nee, achso, dann gebe ich dir VIP, damit dein Mod weg ist. Und ich bin derjenige, der zuletzt lacht, mein Freund. Ich lache mich in den Schlaf. So. Abgeben. Die Moneten ran. Hier ist das Geld für das Trinkwasser. Ja, ich dachte für mein gutes Aussehen. Aber ich nehme auch das. Beeil dich und geh, bevor Oma wieder etwas tut, was sie bereuen wird. Es gibt noch eine Oma? Ist das die junge Tochter? Das ist so dieser SpongeBob aus dieser Schokoladenfolge-Moment, ne? Scheiße, die kommt gleich mit dem Rollstuhl an. Schokolade? Wasser? Ich weiß noch, dass sie das Wasser erfunden haben. Geschmackloses Wasser. Oh Gott. Der ist ausgestopft, Alter. Gut. Ich gehe mal, sonst wird Oma sauer. Aber wofür habe ich denn den Key? Huh. Verratet's mir. Geht's hier irgendwo hinten rein? Jetzt wird he said. Oh mein Gott, okay. Was stimmt hier nicht, Alter? Was ist hier komisch? Und das liegt nicht daran, dass sich die Oma gerade in den Dämon verwandelt hat. Ah. Ja, ich bin bereit zu gehen. Boah, Alter.
Der Bruno, Junge, der bringt die 4 Tonnen aber hier ordentlich auf die Straße. Mein lieber Scholli. Na gut. Da galoppieren die Pferdchen. Hat er selber getuned. Damit wir eher Feierabend machen können. Aber der hat nicht mit mir gerechnet. Wie ich meine Aufgaben prinzipiell extrem langsam vollrichte. Moin! Die Hydration-Vieh ist da. Vieh vor allem. Fee. Manchmal weiß ich nicht. Englisch oder Deutsch. Und dann wird's eine Katastrophe. Aber naja, ist ja immerhin ein Selbststream. Vier? Oh, guck mal, das ist ein ordentlicher Haushalt. Knecht Ruprecht? Vergiss den Wasserkrug nicht, danke. Diesmal habe ich selber dran gedacht, ohne dass du mich erinnern musstest. Ich bin nämlich überdurchschnittlich intelligent, musst du wissen. Aber ich gehe damit nicht hausieren mit der Info, weißt du. So. Danke. Oh nein, er hat ein Gehirn. Oh nein, oh fick. Ich frage mich, was ich mit dem Key mache. Wirst du das auf YouTube hochladen? Nein. Ich werde den Stream ausmachen und sofort löschen. Sofort. Sofort alle Beweismaterialien vernichten. Bevor irgendjemand auch nur einen Frame sieht. Du musst es schon selber mitschneiden. Nein, ich lade es auf Seth Uncut hoch. Oh, shit. Das warst du, ne? Wie du zu Seth Uncut rennst, um zu abonnieren. Was macht der da drinne? Ich wollte da gerade meinen Special Key ausprobieren. Nein, nicht den, Leute. Warum denkt ihr so dreckig? Wird das ein Video? Zuallererst mal wird es ein Livestream. Was dann draus wird... Weißt du, ich bin anti-autoritär. Der Livestream kann sich in eine Richtung entwickeln, in der es möchte. Da werde ich dem das nicht vorschreiben. Wenn es gerne ein Video sein will, kann es ein Video sein. Alles, was es will. Genau. Mögen seine Träume in Erfüllung gehen. Faire Antwort. Ich habe irgendwie Angst. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Bruno, das Brecheisen. Alles kann geöffnet werden. Man muss nur Gewalt anwenden. Bruno, hast du da gesprungen? Bitte, ist doch kein Grund. Oh, hier ist noch ein Key. What, wie viel? Gibt es in jedem Haus einen? Oh nein. Da ich schon die Hälfte verpasst. So ein Bockmist. Wo ist der Dude? Ist wieder an dem vorbeigerannt? Jo, irgendwer muss jetzt hierfür aufkommen, ne? Ich kann 2 Dinge aufschließen. Ja. Ja. Ich kann glücklich sterben, meinst du? Oh, da ist der! Boah, ich hab die nicht gesehen. Nimm das Geld und verschwinde, bevor ich den Dorfchef rufe. Oh nein! Inhaber des lokalen Fitnessstudios, Alter. Der Dorfchef! Das ist der, der beim Stadtfest immer am Würstchenstand die Dinger dreht. Mit der Holzzange. Der mit dem roten langen Bart. Ja, den kenne ich noch von früher, aber mit dem im Kindergarten. Vor dem habe ich keine Angst, Alter. Alles gut. Dann verschwinde ich mal. Ja,
Dorfchef. Oh. Okay, ist gut. Bro, denkt er wäre Main-Character? Redst du jetzt mit mir oder mit dem? Weißt du, aber der denkt, der wäre krass, ne? Aber wenn ich hier nicht anhalten würde, würde er einfach verdursten. Denkt mal drüber nach. Bist du bereit zu gehen? Ich weiß nicht, ob ich für irgendwas bereit bin, um ehrlich zu sein. Anzu, Scorpio und Intien, schön euch zu sehen. Intien, wie geht's dir? 56 Monate. Holy shit, 56 Monate? Das sind viele Monate! Das sind mehr als 55! Bro, das realisiere ich jetzt erstmal. Bist du bereit zu gehen? Nee, ich will noch ein bisschen bleiben, aber... Aber wir müssen weiter. Bist du jetzt bereit? Bruno ist als Nebenjob Fluchtfahrer. Gut und dir, schön dich wieder live zu sehen. Nein, schön dich wieder live zu sehen. Ja, mir geht's wunderbar. Ich freue mich über euch alle. Aber was ist denn hier los? Ich will da aber nicht hin. Aber warum muss ich? Warum muss ich, Bruno? Not for? Not for Kai. Wer ist denn Kai? Wer ist Kai? Leute, wer ist Kai? Ich muss mal ein paar Worte mit ihm reden. Kai, Alter. Kai, du hast den letzten LKW zu Schrott gefahren. Du setzt dich da nicht hinter Steuer. Wir sagen es dir nur einmal. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, die Leute hier brauchen echt sehr viele andere Dinge als Wasser. Dringend. Oh, das ist ein kleiner Shop. Wo ist das? Hi. Die leeren Krüge sind irgendwo da hinten, Meister. Was verkauft denn der hier, Alter? Kleine irische Gnomen in der Dose? Was ist das hier? Das ist so ein kleiner Typ mit grünem Anzug und rotem Bart. Ist der da drin? Hallo? Da kommt gleich ein Regenbogen raus. Irgendwo da hinten, Bro. Ah, hier. Lecker. Unterm Regal. Ja, ich hab schon. Da gibt's wieder einen Jumpscare, Alter. Ich hab Angst. Ja! Ach, war gar keiner. Okay. Gut. Na dann. Achso, ich hab schon alle. Dieses Haus braucht kein Mineralwasser mehr. Warum ist das Spiel so passiv-aggressiv, Alter? Liegt das an Kai? Sharon Store. Ist ja wie Seth Shop. Nur halt mit Sharon. Danke. Collect the money from House 5. Sag mal, wie viele Häuser gibt's denn? Hast du ein Insektizid dabei? Ach so, weil ich eins brauche. Kleiner Kakerlakenbesitzer-Joke. Ja, ich verstehe. Geht's hier irgendwo rein? Nee, hier sind unsichtbare Wände. Oh, Spielverderber. Mist. Na gut, dann eben nicht. Was spielst du? Water Delivery. Ich muss Wasser liefern. Und es genießen. Rick, dankeschön für deine... für dein Abo. Femba! Femba! Danke dir, Digi. 32 Monate schon.
Femba, for real, 81 Monate, hast du eine Vollmeise, Alter? Ein riesiger 81er, irgendwie. 81 Monate? Der subbt einfach vor meiner Geburt. Wie geht denn das? Femma, streamst du noch? Wenn, dann abonniert Femma. Wenn nicht, abonniert Femma trotzdem. Femma hat den Kanal gegründet, Alter. Femma hat das Grundstück gekauft, auf dem dieser Kanal existiert. Ja? Das gehört eigentlich noch ihm, also rein rechtlich. Femma Sub ist älter als manche Leute hier im Chat. Stimmt. Also Femma macht sich jetzt einen Lenz, Alter. Sitzt in seinem Nebenhaus auf Long Island, Alter. Und greift sich jeden Monat, lässt er sich diese Rendite auszahlen aus dem Investment von diesem Kanal. So läuft das nämlich. Weißt du, der sitzt jetzt in seinem Sonny, in seinem Liegestuhl, Alter, auf seiner Terrasse mit so Blick aufs Wasser, so, dein Garten, alles schön ausgestattet, in jeder Ecke so eine Blondine, weißt du, mit seinem Aperol Spritz, Alter, und lacht über uns und furzt. Das macht er nämlich. Bruno, mach dir keinen Kopf, Alter, das ist nur, das, ich rede manchmal viel, wenn der Abend lang ist, und heute ist echt ein langer Abend, Bro. Was soll ich dir sagen? Ihr hättet fast den Krug vergessen. Ich weiß. Ah, zum Glück bin ich da, Alter. Ich bin einfach ein Genie. Was soll ich sagen? So, wer ist hier tot? Ist auch entsetzlich traurig, dass sie kein Wasser hat. Aber der Papi ist ja jetzt da. Es tut mir so leid, es ist schwer ohne die Enkelkinder. Hast du die weggetrunken? Wo sind denn die Enkelkinder? Was tut dir denn leid? Lebt noch. Alter, was ist das? Bruder! Der Fernseher ist fast so alt wie Femba Sub. Ich sag's euch. Okay, wo sind die? Wo sind die leeren Buddeln? Wo sind die hin? Lass mich doch mal durch. Hat die üppige Hüften. Wo sind Sachen? Oh, hier. Ah. Okay. Die hat ihre Enkel für Selbstmord verkauft. Legitim. Also, ich darf es rein rechtlich nicht empfehlen. Hier? Nee. Oh Mann, räumt ihr doch rein, du weißt doch, wann ich komme. Oh, Scheiße, oh mein Gott. Bruder, das ist auch immer laut. Ein abgekatertes Spiel. Die wollen doch nur, dass ich da reinlaufe. Da haben die extra das in den Garten gestellt. Ja, da spukt noch Opa Gustav rum, Alter. Lass den mal dahin. Der regt sich immer auf, weil ich auf den Rosen rumtrample. Ich hätte schneller das Wasser delivern sollen, oder? Ich wollte nicht, dass jemand wegen mir schaukeln muss. Mach dann zwei. Ja. Ganz schön melodramatisch, die Leute hier. Okay, let's go.
Kaffee Lady schnorst die wie Dankeschön für eure Subs. Unknown Gaming, danke dir. Jo, vielen lieben Dank, Leute. Wer ist denn immer diese Person, die da... Man sieht, man hat so zwei, drei verschiedene Poster von Leuten. Die haben die alle wie so ein Schrein irgendwie so über sich hängen. Verdammt. Ist der Entwickler? Ah. Oh. Okay, hier geht irgendwas ab. Oh, guck mal, hier sind Leute. Oh, shit, ich krieg eine Ansage. Oh. Oh, das gibt Game World Color Verbot. Tja. Hätte man in Mathe nicht eine 1- geschrieben. Die Frage ist, wo geht's hinein? Wahrscheinlich hier lang, ne? Boah, da muss ich ja ewig latschen. Was? Ja, ich bin hier richtig. Moin! Lassen Sie sich nicht stören beim allabendlichen Backpfeifen. Hm? Die hat AirPods im Ohr. Da scheppert der Beat richtig rein. Mach deine Arbeit fertig, Junge, bevor du meine letzten Kunden verschreckst. Okay. Also ich mach die Arbeit fertig und dann verschrecke ich ihre letzten Kunden? Ja, ist ein Deal, ist angekommen. Guck mal, das ist Brunos Vater, Alter. Lang verschollen. Hier war er die ganze Zeit. Meine Güte, Alter. Nicht nur... Ist nicht nur sein Kinn verschwunden. So. Wo haben wir die lernen? Oh, süß! Darf ich streicheln? Oh, 0 von 10 Spiel, Alter. Essen ist gleich fertig, Leute. Es wird bald angerichtet. Oh Gott, okay. Heiki! Lol. Ein ganzer Kopf. Die hast du noch nie richtig Hunger gehabt? Ich bitte dich. Da musst du schon mal dir ein bisschen was reinfahren, Alter, um den zu stillen. Ich kann das verstehen. Nicht einfach fremde Katzen streicheln, Self? Machst du hier die Regeln? In deiner Welt will ich nicht leben. Nicht einfach fremde Katzen streicheln. Hallo? Oh, wo stellst du denn hin, du? Überall verteilt. Ist ein Key noch? Ich habe bestimmt schon wieder welche. Verpasst. Du weißt nicht. Oh Gott! Was ist. Wer ist denn das, Alter? Oh. Bro. Ich habe keine Hände vor. Oh, Alter. Erzieherische Maßnahmen müssen aber langsam auch mal ergriffen werden. Ich weiß, warum Bruno sich diesen Job ausgesucht hat. Und diesen Teil des Aufgabenbereiches. Junge, weißt du? Der zieht da drin seine Vorhaut lang. Während ich wirklich aufpassen muss, dass ich nicht irgendeine krammelnde Oma hier von irgendwem da drüber latsch. Das Leben ist auch nicht so einfach. Ich sag's, wie es ist. Das ist Leo hier immer, wenn ich nicht streame. Ja, achso, Entschuldigung. Der schämt sich, weil er noch keinen Self-Merch hat. Sollte der auch. So. Oh, da muss ich da nochmal hinter. Leider war. Es ist eine Fanpage, Dankeschön für dein Sub.
Vielen lieben Dank. So. Das einmal erledigt. Die Moneten. Hallo? Oh, du willst, dass ich das in LKW stelle. Nicht, dass ich es wieder über den Zaun werfe in deinem Garten, obwohl es verdient hattest. Aber vorher setze ich da eine Wurst rein. Ach nee, scheiße, ich bin ja der, der es abholen muss. Ach, naja. Gut, da vergessen wir alles. Aber es ist immer noch nicht zu dem, was Kai gemacht hat damals. Die können auch alle mal mithelfen, bin ich auch der Meinung. Könnte ich mich anfreunden, würde ich niemanden mehr verschrecken. Hast du etwas aus der Küche gestohlen? Ich hätte so gerne was aus der Küche gestohlen. Das glaubt ihr nicht. Also, das ist so. Ich könnte schwören, das sieht aus wie zwei Katzen unter ihrem Arm. Ich habe mich nur eine Weile nicht rasiert, ich bitte Sie. Aber weiter geht's. Die anderen, die trinken heute nicht? Gut. Passt schon. Oh, oh, ich sehe es da schon. Oh, die Kirche. Ah. Soll ich meinen Hut abnehmen? Soll ich... Und eines Tages... wird der Herr hinabsteigen in seinem schwarzen Seff-Shirt und sagen, dass alles gut werden wird. Vertraut auf den Herrn. Ihr habt mich wieder nicht dran erinnert, so eine Bulle mitzunehmen. Oh, beim nächsten Mal nehme ich das heimlich auf. Ja, weil auf euch nämlich kein Verlass ist. Amen, Digga. Ich bin Pastor Sotto. Ah, ich kenne ihren Cousin Rie. Verstehst du? Oh Gott. Bist du hier, um zu beichten, mein Kind? Ja. Ich möchte gerne für Kais Sünden gerade stehen. Ich möchte gerne um Vergebung bitten, dass er meine Drecksarbeit wieder anfangen kann. Ich möchte das alles nicht mehr. Amen. Wo haben Sie denn Ihre leeren Flaschen? Ich weiß, das ist ein heiliger Ort. Aber trinken müssen Sie alle. Die Reichen? Und die Armen. Wo? Hat er die draußen irgendwo hin? Och, auf dem Friedhof. Oh nein. Oh, warum? Was ist das? Das sind doch Boxen. Liegen die da drinnen? Oh, ich hoffe, die sind nachhaltig und umweltfreundlich. Bro. Holy shit, was ist das für ein Sound? Oh Gott! Pff. Die hat ihren Maiskolben verloren. Liegt hier irgendwo ein Key drauf? Auf einem dieser Steine? Oh, bestimmt. Gewiss. Oh. Hier schläft Pastor Sotto? Oh nein. Das sind zwei Kissen. Dieses kleine Flittchen. Das werde ich Jesus erzählen. Und dann kommt der nicht mehr. Da hat der keinen Bock. Und Äpfel bringt er auch nicht mehr mit.
Siehst du? Das kommt nämlich davon. Als weil du nicht deinen Hosenstall zuhalten konntest, Pastor Sotto. Schande. Wenn das Ave Maria mal wieder richtig reinscherbelt. Ja, die Sachlage hat sich beruhigt. Average Twist in Horror Games. Average, der Lehrer sagt, ich will euch noch Hausaufgaben aufgeben. Ist hier noch so ein Fläschchen drin? Oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Ich lass mal offen, da drin muss auch mal gelüftet werden. Wir lassen die bösen Geister mal raus. Oh Gott, schon wieder Katzen. Mittlerweile habe ich eine Sammlung bald. Katze streicheln! Scheint deine Anwesenheit zu genießen. Ich weiß. Bruder, irgendwas ist auch nicht mit der in Ordnung, Alter. Mitnehmen? Ja, ich wollte. Aber Bruno ist allergisch. Ach so. Okay, wir brauchen nur noch eine. Moment. Die ist einfach nur gesprächig, meinst du? Was erzählt sie denn so Schönes? Oh, hier liegt bestimmt noch ein Key. Oh, ich wusste es. Ich hab's schon immer gewusst. Oh, es ist bestimmt bei jedem Haus. Ich hab's einfach verpasst. Warte. Warte. Wir warten jetzt einfach hier. Bis sie wiederkommt. Moment. So, wir stehen jetzt einfach hier. Und wir geben ihr einen Kräften mit so einem Free-Hack-Schild, weißt du? Und dann soll sie kommen. Irgendwelche Bergarbeiter begraben hier. Warte, pass auf, die kommt gleich. Oh, Entschuldigung! Pass auf gleich. Oh, halt doch mal die Klappe! Nein, nicht da lang! Wie beim Michael Jackson-Konzert hier. Wo kommt sie? Wo? Oh, ist die schüchtern? Oh! Das war ja eine vortreffliche Idee. Das war so klar, mir nicht. Ich glaube an die Unschuld. An die Unschuld eines jeden Horrorgames. Aber wo? Boah, wo ist es? Es ist echt jetzt hier der Job, diese dumme Flasche noch zu suchen, ne? Bro, I don't know, sind die hier? Ah. Oh. Ah. Man. Dankeschön. Gut. Perfekt. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Oh, weiter geht's. Hab ich alles erledigt? Nee, ich habe noch nicht Geld eingesammelt. Fast vergessen, meine kärgliche Entlohnung. Wenn wir keine Steuern zahlen müssen, sollten wir auch keine Wasserrechnungen zahlen müssen. Ja, ich mach das auch gerne hier for free, Alter. Das ist überhaupt kein Thema. Das ist mein inneres Anliegen, Alter. Dass du dir mächtig die Eingeweide benässen kannst. Absolut. Es interessiert mich immer brennend. Selbst bist du bereit? Ich weiß es nicht. Ich will, dass das Spiel mich nochmal fragt. Weißt du?
So. Was ist das? Warum wohnen die in IAs Häusern, Alter? Okay. Ist das hier das Partyzelt? Oh Gott. Kebab-Skewers, Leute. Und ich war ja noch nicht drinne. Huh. Der Wasserkrug? Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Seid mal nicht so vorlaut. Was für ein Wasserkrug? Hä? Okay, wo ist der Schlüssel bei... Der hat das alles im Griff, ne? Der Bro. Oder die Sis. Ach du Scheiße, da wird irgendwas rauskommen, oder? Oh nee. Irgendwer möchte nicht die Hauptspeise sein. Beeindruckende Sammlung an Küchenmessern haben sie da. Meine Eltern sind im Hinterhof, haben sie mir gesagt. Ist sehr interessant. Ich soll auf das Restaurant aufpassen. Während sie reden. Lass mal gucken, wie die reden. Ist hier noch irgendjemand am Leben? Oh mein Gott, okay. Entschuldigung. Fuck, das war eigentlich ein Scherz. Naja, dann war es jetzt eben ein bisschen Galgenhumor. Ups. Kann mal passieren. Bin ausgerutscht, Entschuldigung. Mist, das kann ich jetzt nicht mehr retten, ne? Okay. Upsi. So. Okay, 3 Flaschen sind hier nur auszuwechseln. Gib ihm Wasser? Ich glaube, die wollen, dass ich das da nur platziere. Okay. Jumpscare in 3, 2, 1. Nee? Das glaube ich dir gar nicht. Hallo? Wieso nicht? Schlaft ihr noch? Oh Gott, was ist denn da hinten los? Okay. Ich kann nicht glauben, dass mein kleiner Junge weg ist. Sind diese Bilder Vermisstenplakate? Ach du Scheiße. Och nö. Was ich nicht sehe, macht mich nicht heiß. Oder wie, was ist der Spruch? Das ist aber dark. Meine Güte, wie... Also irgendwie sind Kinder verschwunden. Das ist halt... Oh mein Gott! Oh, was ist denn immer mit der Oma, Alter? Was ist denn das? Wieso? Er hat's gekocht? Na, nicht ganz. Um ehrlich zu sein, ich dachte, der kommt ja aus dem Freezer. Du musst den Kindern das Wasser bringen? Wir sind doch entführt! Oh Gott. Ich hab da Bad News, Alter. Du bist jetzt spontane Unternehmerin geworden. Hast du meine Mama und meinen Papa gefunden? Ich hätte das nicht verhindern können.
Die hat den Hocker umgeschubbt, als ich das Wasser genommen habe. Oh, hätte ich das verhindern können? Ich hätte einfach gehen können, oder? Oh. What? Ich schätze mal, dann brauchst du bloß eine Wasser... Ach, sorry, egal. Das ist ja interessant. Kann ich einfach gehen? Hat man da vielleicht ein anderes Ende oder so? Daran habe ich doch überhaupt nicht gedacht. Also ich hätte nicht erwartet, dass das irgendwie möglich ist. Okay, danke schön. So. Nabend. Sie machen das falsch. Sie müssen das da drauf wipen. Sie kriegen das schon hin. Okay, ich bin froh. Sofern die einfach keine Pistolen in der Hand haben, ist alles okay. Oh. Jetzt machen wir mal die Glotze aus, ja? Das wird ja schon langsam hier zur Sucht, mein Freund. Jetzt reden wir mal ein paar Takte miteinander, du und ich. Von Mann zu Mann. Ich habe mein ganzes Leben lang schwer geraucht. Niemand mag einen Schwächling. Wieso Schwächling? Fit wie ein Turnschuh. Okay. Ich bin's. Nur keine falsche Höflichkeit. Ich bin gleich wieder weg. Die hat nicht aufgeräumt. Das ist ja ein bisschen unangenehm. Ist okay. Ich wollte es doch ja nicht klauen. Oh, Kai war schon hier, ne? Das ist ja eine Giraffe. Oh Gott. Das war echt nicht schlecht, ey. Die Jumpscares in dem Spiel sind übel gut. Scheiße. Okay. So, nice. Bro, die spawnen einfach immer nach. Boah, guck mal hier. Kai hat hier auch sein Unwesen getrieben. Das ist der alte Laster. Die haben den repariert. Und jetzt erzählen sie sich Witze, Alter, und lachen über mich. Weil ich diesen Drecksjob noch machen muss. So ist das. Fertig! Ach, guck mal, die waren im Restaurant essen. Was für eine Hausaufteilung. Oh, das ist hier gemein. Hinten einfach die Küche in der Abstellkammer. War da eine Spinne? Nein, nein. In Horrorgames gibt es keine Spinnen. Und auch keine Jumpscares. Wenn du eben was gehört haben solltest, das, hast du das eingebildet. Du solltest das dringend überprüfen lassen. Wasserfläschchen. Wer wohnt denn da hinten? Der Förster. Herr der Wiesen von Wassermangelhausen. Aber wo ist... Ich will nicht. Ich muss auch nicht, ne? Das ist ja praktisch. Okay, ich habe noch eine reinzubringen, aber ich habe auch noch eine abzuholen. Ich weiß nicht, wo. Nachher sitzt da keiner mehr? Ich glaube auch. Nachher ist da einfach ein Riesenfleck Ketchup. Da wohnt Kai.
aber der darf nie mehr Laster fahren. Nehmt es ernst. Huh. Ja, Bro, weiß ich nicht. Wo ist denn was? Da gibt's doch irgendwie noch einen zweiten Stock. Ah, nee, da ist ein Berg. Huh. Boah, Leute, ich muss dringend irgendwie was zu trinken holen. Ich bin sofort wieder da. Ich gebe euch mal eine szenische Unterhaltung. Also, wir beteiligen uns. Die sind sehr lustig drauf. Ich hab doch gesagt, das ist witzig. Aber ich musste jetzt mal kurzerhand Wasser in mein Maul delivern. Wer hat sie called von euch? Ich muss nur mal auf Toilette kurz. Nee, war ein Spaß. Du nimmst das Geld aus der Tasche. Was sein muss, muss sein, Freunde. Schönen Abend noch. Nur die Harten kommen in den Garten. Das war wohl seine letzte Zigarette? Er wird in die Geschichtsbücher eingehen. Als der Walter Frosch der Indie-Horrorwelt. Hey, warum bellt mich ihre Ziege an? Weck ihn auf. Der hat noch eine Zigarette in der Hand. Wie kann ich ihn aufwecken? Was hat denn der hier? Was ist denn das? Hat er das ganze Cola-Regal mitgenommen? Was gucke ich mir da gerade an? I don't know. Oh, da ist jemand hinter denen. Wait. Schon gut, ich mach das. Ich hab doch gesagt, ich mach das. Ja, chill. Also irgendwie, also ich verstehe nur nicht ganz, irgendwie ist das hier alles verflucht, oder nicht? Irgendwie zieht es auch, aber es zieht nicht nur Kinder in Mitleidenschaft. Ich habe das nur noch nicht ganz durchschaut. Okay, hier vorne steht noch ein leerer Krug. Hier kommt noch einer hin und hier. Oh! Keine Panik, Mädels. Genug Wasser für alle da. Ich hab doch gesagt, keine Panik, Mensch. Oh, jetzt hast du der Kleine Angst gemacht. Mann. Hör mal, dieses die Schreie. Boah, lol. Der ist zur Tanke. Der braucht noch Zigaretten. Ich hab gerade gesehen, wo das hinführt, Leute. Fangt nicht an zu rauchen. So. Na, haben wir uns beruhigt? So, wo ist der Schlüssel hier? Den habe ich noch nicht gefunden. Ich will nicht wissen, was in diesen schwarzen Müllsäcken ist. Nein, nein, gar nicht. Wo denkt ihr hin? Okay, aber wo kann man hier... Wo könnte denn hier ein Key sein? Oder habe ich den schon gefunden? Nein, ne? Oh, hi.
Bruder, was machst du mit dem Huhn? Okay. Mädels, Entschuldigung. What the fuck? Oh. Ich weiß nicht, ob hier ein Schlüssel ist, Leute. Ich habe bestimmt eh schon welche verpasst, also das ist vermutlich auch gar nicht mehr so wichtig. Aber wenn ich ihn sehe, das Spiel muss übel reinkicken, wenn man high ist. Oh, hier. Nice. Ja. Okay, draußen. Bist du fertig? Das glaube ich kaum, meint er. Bitch. Da. So. Jetzt werde ich dir einen extra hohen Preis machen, mein Freund. Hier, bitte. Und das Huhn möchte ich bitte mitnehmen. Darf ich das retten? Was hast du denn damit gemacht? Mach das doch nicht immer alles kaputt. Ich ruf dich wieder an, wenn mir das Trinkwasser aussieht. Und ich werde nicht kommen. Sauf doch Frittenfett. So, bei welchem Haus sind wir denn jetzt eigentlich? Wenn ich high bin, tue ich alles, aber Indie-Horrorspiele spielen, das ist... Also außer Indie-Horrorspiele spielen wahrscheinlich, ja. Würde ich auch nicht unbedingt raten. Nicht, dass ich viel Erfahrung habe, aber... Tine, danke schön für dein Sub. Prinzipiell gar keine. Guck mal, Alter, dieses Restaurant, wo wir vorhin waren, das läuft gut. Die haben auch Lieferservice. Könnten die das mit dem Wasser nicht gleich irgendwie mal selber übernehmen? Ja, das würde uns auch einiges ersparen. Hi, die Kirche ist da drüben. Da gibt's doch wieder was zu trinken. Ich kann dich noch nicht bezahlen. Ich kann auch noch nicht Wasser reintragen. Meine Arme sind so schwer. Oh nein. Ja, was machen wir jetzt? Messer? Ich kann das Messer nicht nehmen, Leute. Außerdem ist das ein Fleischerbeil. So, mal gucken, wo das hin soll. Oder war das drin? Habe ich das gesehen? Die Realität verschwimmt so. Ah ja. Was ist hier? Was ist das alles? Oh mein Gott, was ist denn da los? Warte mal. Entschuldigung? Ey! Oh, warum hängen sich immer alle auf? Schweinskopf stehlen? Komm mit mir, Bro. Ja, jetzt ist nicht mehr so lustig, ne? Ey, soll ich das aufnehmen? Jetzt habe ich die Schlüssel nicht mehr. Hä? Oh mein Gott. Okay, ich hänge fort, Alter. Bro, was ist denn hier los? Alter. Habe ich die mir jetzt aufgesetzt? Oh, Bruno wird Augen machen. Okay. Oh Mann. Ich will nur alles wissen hier. Okay, let's go. Aber was war das jetzt für eine Action? Das war ihr Lieblingskopf. Oh. Oh nein, ich schäme mich. Ja, man kann nicht alles haben. Luxus muss man sich erarbeiten.
Kannst du nicht den ganzen Tag da hinten im Wald rumsitzen und die Leute auslachen? Das ist nämlich nichts und von nichts kommt nichts. So. Wo habe ich denn jetzt aber die finale Flasche? Ah ja. Oh! Mann, mach doch nicht immer diesen. Ich höre nur meine Ruhe. Alter. Ich fühle mich irgendwie eklig jetzt. Darf er so. Mann. Diese Drama-Queens überall. So. Geht jetzt ran. Wie jetzt? Ach so, scheiße. Hä? Ich hab zwei noch offen? Die ist da immer noch einen normalen am haben. Okay. Well. Was? Aber ich hab doch die Flasche abgegeben, hab ich das nicht? War das nicht drei? Ich bin so verwirrt. Ach, hier ist noch eins. Oh. Das ist gut. Das ist bald ein neues. Ich will kein Mango-Loco haben. wo bin ich denn jetzt? Ich hab mich verlaufen. Ach ja. Warum schreien in dem Game immer alle? Das ist hier so Sitte. Das hat der Dorfchef befohlen. Average Pepper Pig zu schauen. Nein. Gold und Silber reichen mir auch. Collected the maximum of what? Of what habe ich die Maximum collected? Ey, das trifft mich überhaupt nicht. Ich finde, ich habe einen fantastischen Job gemacht. Ich weiß nicht, wie ich es hätte verhindern können. Ich habe gar keinen Plan. Es geht mich auch nichts an. Ich stecke nicht meinen Rüssel in andere Leute Angelegenheiten. Also. Meine Nase zumindest nicht. Okay. Ja, ich sollte einfach so ein rollender Apotheker sein irgendwie. Ich glaube, das würde dem Dorf besser passen. Oh, was denn hier? Der Eigentümer dieses Hauses hat seinen Wasserlieferdienst storniert. Holen Sie die letzte Zahlung ab. What do you mean? Von hier? Ich könnte wieder los. Dieses Hauses Einzahl? What the fuck? Bro, das ist doch mein Chef. Warte. Warte. Ich muss Dinge überprüfen. Kellerschlüssel. Okay. Ich habe bestimmt 10 Schlüssel, einen Kellerschlüssel und eine Schweinsmaske. Damit muss man auch irgendwas Sinnvolles anfangen in dieser Welt. Aber was? Und wozu? Wo? Normalen Key gibt's dann hier nicht, schätze ich einfach mal. Hallo? Wie sich das immer anhört, ist aber einfach so dagegen tritt. Ne, Jungs, der ist matschig, kann nicht eröffnet werden, aber alles versucht. Sorry. Einfach nur sorry sagen. Okay. Geh mal halt vorne hin.
Hol die letzte Zahlung ab. Okay. Au! Oh. Ah, ich hab den Kettlerschlüssel, das weiß der nicht. Da komme ich wieder raus. Wer lag denn da? War Luigi? Wer lag da? Oh, ah, nee, sind nur Klamotten. Fliehe aus der Villa? Also so? Gefahr? Sicher. Gefahr? Sicher. Oh, hi. Und wenn ich nicht fliehe? Was willst denn du machen? Oh shit. Wo ist denn hier der Keller? Oh, hier. Ups, nee. Oh, hier. Entsperrt mit Kellerschlüssel. Yes! Wen hol ich denn jetzt? Klein Fridolin, ich komme zur Rettung. Was ist das? Fluchtausgangsschlüssel. Für den Fluchtausgang, Leute. Oh, kommt die? Ich habe Angst. Warum Fluchtausgang? What do you mean? Wie, ich stelle mir immer noch vor, dass ich mit so einer Schweinsmaske hier durchlaufe. Oinki, oinki. Oink, oink. Hä? Benötigt was? Gästehausschlüssel? Oh Gott, irgendwer kommt doch gleich. Oh, ich komme hier nicht raus, ne? Ah, I see. Die haben hier einfach ein kleines Hotel noch. Yo. Wieso will ich denn weg? Okay, perfekt. Und jetzt? Ich komme wahrscheinlich vorne nicht durchs Tor, oder? Wo war denn vor... Nur keine Eile. Hä? Und jetzt? Okay. Cool. Ich brauche immer noch das Geld. Muss ich irgendwen retten da drin? Oder geht's mich nichts an? Gibt's hier ein Telefon? Ich rufe Polizei. Ich rufe die Bullen. Warte. Kommen die? Nee. Such die ja nicht. Das geht ja auch nicht an. Okay, warte. Ja. Yeah. Aha. Oh, Schlüssel. Nice. Ich weiß immer noch nicht, wofür. Bruno? Es wäre an der Zeit für den Raketenwerfer. Aber mach dir keinen Stress. Papa ist noch gut zu Fuß unterwegs. Der kriegt das hin. What the fuck? War ich hier nicht gerade? Gehen die Türen wieder zu? Oh Gott, okay. Welp. Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Krieg ich da noch Geld? Oh. Ach, jetzt seid ihr doch wieder da, ja? Natürlich. Wo? Was ist hier drin?
Das Kino? Alle wieder wach. Ihr kleinen, ihr Ferkel hier. Ihr kleinen Ferkel. Ach, wisst ihr was? So richtig. Wo? Wo denn? Oh Gott, also ich gehe jetzt hier raus. Ist aber so wichtig, ist mir das auch alles ja nicht. Was? Scheiße, wo geht's denn raus? Oh, das ist das Gästehaus. Okay, warte mal. Ja, ich hab's auch verstanden. Okay, es gibt irgendwo einen Fluchtweg. Aber wo? Aus dem Fluchtausgang. Ja, cool. Ist der hier irgendwo geheim? Damn. Ist der im Keller? Because I don't know. Hab ich doch auch schon mal reingeluschert. Die Türen sind offen. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Ich gehe noch mal in den Keller. Ich weiß nicht, wie ich sonst fliehen soll. Ups. Warte, gibt's hier noch irgendwo irgendwas? Aha. Fein. Was? Es gibt einen zweiten Kellerschlüssel? Oh, wo? Wo zur Hölle? Kellerschlüssel 2. Für den Westflügel des Kellers, ja. Was soll ich dir sagen, Bro? Warte. Wo wir noch suchen können, ist eventuell im Gästehaus oben. Die hinteren Räume. Wenn sie mich bisher verfolgen, bin ich eh tot. Okay, nein, leider nicht. Oh! Oh! So ein runzliges Gehirn. So viele Falten. So, pass auf. Die Party ist jetzt gleich vorbei. Hoffe ich. Moment. Hier lang, ne? Ja. Okay, perfekt. Und was dahinter? Oh, das ist doch der Fluchtweg. Das ist rot, Leute. Hier ist der Horror. Alter. Ich kann hier nicht hin. Kann ich mir bei dem Geld abholen? Okay, der hat echt schlechte Laune, Bro, ne? Was? Aber was hat ihr denn da für eine Scheiße? Eine Gardinenstange? Was machen die denn hier? Schweinepirnos? Der wird mich nie bemerken. Ich komm da nicht hin. Ach, hier geht's weiter. Nee, warte mal. Wo komm ich hierher? Ich renne zum Ausgang. Lässt du den mal raus? Ich muss die Kinder retten. Oh mein Gott, dafür ist das.
Holy shit! Ich hab noch viele weitere Schlüssel. Betreffend meine Freunde, sie sind in den anderen Zimmern. Habe ich schon gesehen. Ein paar von denen schmecken auch offensichtlich echt gut. Ich renne zum Ausgang. Schweinskopf benutzen? Wuff. Grüß dich. Danke, mein Kind. Ich versuche schon lange, dieses Haus zu gelangen. Gerne schön. Indem du mich in dieses Haus gerufen hast, hast du mir meinen größten Wunsch erfüllt. Weil du mir geholfen hast, lasse ich dich frei, aber... Wenn sich unsere Wege danach wieder kreuzen, werde ich nicht so freundlich sein. Oh, also einmal eine Woche kann das vorkommen. So lange reicht das Wasser nämlich nicht. Es ist an der Zeit, etwas Spaß mit den Bewohnern dieses Hauses zu haben. Und die haben oben gut Spaß, das sind nämlich die Fuckers. Stört die nicht, die sind beschäftigt. Ihr Leiden wird unaufhörlich sein. Das sind die, glaube ich... Kann ich nicht einfach die Polizei rufen? Okay, gibt es noch Zimmer? Ich gehe mal weiter. Ah, hier ist noch... Hier, oh shit. Okay, ich renne zum Ausgang. Sie rennt. Es gibt immer zwei Kinder, aber nur eins lebt. Oh Gott. Och, Bruder. Warte, hab ich schon. Es gibt noch einen Gang. Ich hab nicht alle Schlüssel. Oh nein. Ich kann nicht alle Kinder retten. Oh Mann. Fuck. Entsperrt mit Fluchtausgangsschlüssel. Hier müssen wir raus. What? Wie viele Keys gibt's denn? Oh, ich will's ehrlich gesagt gar nicht wissen. Es gibt auch ein Telefon irgendwo? Wirklich? Hier unten? Oh, shit. Oder in der Villa? Oh Gott, no. Oben? Ey, Bros, das ist aber jetzt echt Bockmist, ne? Was er macht. Geh mal fort. Big up. Mist. Yes! Dumme Sau, du! Da muss ich lang. Hoffe ich. Kein Plan, Alter. Wo bin ich denn hier jetzt? Oh mein Gott! Es gibt irgendwo oben ein Telefon. Oh, da sind die Kids. Soll ich? Soll ich nochmal gucken? Oh! Weil das erleichtert mir einiges. Aber ich weiß nicht wo. Ich kann es irgendwie nicht finden. Bruno hat das Telefon gegessen. Der kleine Schlawiner. Oh, ich dachte jetzt, da wäre noch ein Schlüssel. Oh, ich hätte es gefeiert. Nee, ist leider nicht da. Hier in der Küche. Die Reaktionszeiten können... Was stand da? Oh, kacke, die Oma. Nee! Lass doch! Lass doch! Oh, die kann nicht über Wasser gehen. Sie ist nicht Jesus. Okay, ich habe eine Chance. Pass auf. Oh, das passt schon. Okay, ich habe die Polizei gerufen. Let's go. Okay, Freunde, seid ihr
Seid ihr mit mir, also? Glaubt ihr, dass ich es schaffen kann? Oh, wir kriegen das hin. Also, ich habe vielleicht nicht alle Kinder gerettet, weil ich ein Blindfisch bin. Aber ich hoffe, das zumindest hinzukriegen. Hä? Wo bin ich denn? Ich hab mich irgendwie verlaufen. Aber ich habe ja jetzt die Polizei gerufen, richtig? Ja, ja, ich habe gerufen. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ah! Alter. Oh, wie soll ich denn das schaffen hier mit der Alten? Bro, die nervt. Es ist so laut. Oh mein Gott. Du schaffst das selbst? Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir die größte Mühe. Hier lang, ne? Yes. Okay, let's go. Ich glaube, die sind alle oben. Oh, ich bin raus. Yes! You saved some of the kids. Escaped House 13. Greg 69. Fuckers! Nicht gucken! Jetzt zieht mich auch nicht an. Ach, komm schon. Ja, und wie lief eure Woche so? Typischer Greg 69 Moment, würde ich sagen. Das hat er geballert. Das ist schon eine Scheiße. Das war ein geiles Spiel. Also tatsächlich, es war übel echt finster geworden dann zum Schluss. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich dachte jetzt, es wäre echt so ein bisschen... Hey! Hallo! Hallo alle! Hey! Na, bist du zu Hause? Ja, ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Geht's dir gut? Okay. Hey! Und jetzt geht mir raus. Sehr schön. Ja, der ist bedürftig. Ich hab den Anfang vom Stream gesehen. Auf oh nein. Arbeit. Oh, frech. Ich auch immer Seth auf Arbeit! Seth auf Arbeit! Nicht die Leute auf dumme Ideen bringen. Doch, guck mal, dein Pullover ist durchsichtig. Ja, why though? Du bist nur ein schwebender Kopf mit Schal. Mit Schrift. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, wie Seth. Aber es geht uns gut. Geht schon wieder. Ich kann mir einen holen. Und das rettet eh immer alles. True. Boah, mir ist warm. Bei mir erst. Ich hab auch schon. Ui. Okay. Was dann? Das habt ihr nicht gesehen. Toss. Gleich ab 18. Ja, der ist, so, ich hab's nicht mehr geschafft vorhin. Ach, ich hab mein Video gar nicht veröffentlicht. Toll. Da ist eine Ankündigung für den Stream drin, ich Dusel. So. Bäh.
Okay. Boah, Alter. Es ist mir so heiß gerade. Das Ende hat den Vibe hier. Warte, ich guck's gleich an. Ah, und wo ist Benny? Benny ist im Flur. Ich muss immer die Tür auch offen lassen, weil sonst denkt er, ich werde hier abgestochen. Aber wenn die Tür offen ist und er weiß, der Papa schreit rum, dann ist ihm klar, ist alles in Ordnung. Irgendwie, weiß ich nicht. Er kann ja notfalls auch einschreiten, ne? So, warte, was hast du jetzt hier? Was ist das? Stimmt! Holy shit. Warte, was? Warte. Besuchen kommt. Hallo! Das ist unser kleiner Hund. Den kennen die doch schon. Nein, mein Schatz. Den kennen die nicht. Okay, vielleicht viele nicht. Na, bist du verwirrt? Und der sorgt für sehr viel Freude. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Ja, alle. Kleiner Schatz. Alle lieben dich, so wie wir. Okay, nehme ich aus. Ich weiß auch nicht, ich weiß bis heute nicht, ob das Satire ist oder ob das wirklich ein Announcement war, als der Mann von der Queen gestorben ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn, dann wäre das fucking fantastisch, Alter. Es ist real? Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness, the Duke of Edinburgh. Das ist so dumm. Also das Video ist natürlich untergelegt, aber... Buckingham Palace has announced the death of His Royal Highness, the Duke of Edinburgh. Mic drop, Alter. So ein geiler Clip, true. Der bekannte Horror-Gamer und YouTuber Seth ist leider gestorben. Ich will das genau so, bitte. Nicht anders. Sorgt dafür, wenn ihr mir einen Wunsch erfüllen könntet, finanziert, dass das geschnitten wird. So, okay. Ja, geil. Das war ein schönes Spiel, das war cool. Das war sehr gut gemacht. Auch sehr besonders einfach.